Ein Grund zum Feiern. Der FC Eintracht Norderstedt freut sich über die Vertragsverlängerung und somit über weitere Unterstützung von Auto Wichert. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Stadtmagazin TV. Auto Wichert feierte am 12. Juli die Vertragsverlängerung mit dem FC Eintracht Norderstedt. Die Feierlichkeit fand im VIP-Raum im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt statt. Also grundsätzlich genau das Gleiche wie in der Vergangenheit auch. Der Vertrag musste einfach jetzt erneuert werden, damit wir der Eintracht zwei Busse für die Jugendarbeit zur Verfügung stellen können. Und die laufen jetzt wieder 3 Jahre. Und einmal neue Trikots bzw. die Spielerkleidung für die Jungs. Und das ist schon eine schöne Sache. Ja, das bedeutet erstmal eine Fortsetzung einer langen Kooperation eines Unternehmens, das hier in Norderstedt heimisch ist und sich auch uns sehr zugehörig fühlt. Das läuft auch über persönliche Bindungen, aber es ist eben auch für uns ein großer wirtschaftlicher Vorteil, denn wenn man 2 VWs gesponsert kriegt, mit denen wir unsere Jugendmannschaften transportieren können, das ist schon ein wesentlicher Standortvorteil. Ja, ist natürlich für uns ein Glücksgriff, weil wir natürlich so unsere Jugendlichen immer zu den Auswärtsspielen fahren können, ohne dass wir, ich sag mal, dafür Geld ausgeben müssen. Spart uns natürlich viel Geld, was wir wieder in andere Dinge investieren können. Ja gut, die Einstellung ist natürlich, dass wir die wir grundsätzlich haben, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob uns das natürlich gegen einen Zweitligisten wie Kräuter Fürth gelingen wird, wissen wir natürlich nicht. Aber sicherlich ist es so, dass wir eine kleine Chance haben und die kleine Chance wollen wir nutzen. Der Verein freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Auto Wichert. Das Unternehmen bietet seit 30 Jahren Service mit Leidenschaft und engagiert sich leidenschaftlich für den Bereich Sport. Beim FC Eintracht Norderstedt übernimmt Auto Wichert das Sponsoring und spendet unter anderem die Trikots. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.